In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Variantenvorlagen anlegen können. Um Variantenvorlagen zu definieren und anzulegen, begeben Sie sich bitte in den Menüpunkt Stammdaten, Vorgaben, Variantenvorlagen. Variantenvorlagen dienen dazu, Artikeln, die in bestimmten Ausprägungen oder mit bestimmten Merkmalen vorhanden sind, jedoch über ein und dieselbe Artikelnummer geführt werden, entsprechende Varianten zuzuordnen. Um eine neue Variantenvorlage anzulegen, klicken Sie bitte zunächst auf die Schaltfläche Neu. Legen wir nun zum Beispiel eine Variantenvorlage für einen Artikel T-Shirt an. Dieses T-Shirt mit ein und derselben Artikelnummer kann mit verschiedenen Merkmalen, zum Beispiel mit verschiedenen Farben, angeboten werden. Ist diese Variante in weiteren Farben erhältlich, legen Sie unter dem Register Farbe eine weitere Variante an. Die entsprechenden Variantenvorlagen können im Anschluss Ihren Artikeln zugewiesen werden.